Ja, es ist ein Gemeindehaus mit einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas dort in Hamburg zwischen Gewerbegebiet und Wohngebiet gelegen. Sie versammelten sich dort im Königreichssaal zum Gebet, die Zeugen Jehovas. Und wir wollen einmal Ihnen näher bringen, wer diese Gemeinde ist. Die Zeugen Jehovas, eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibelauslegung. Die Bibel sagt, dass sie das Wort Gottes ist, der nicht lügen kann. Ein Buch von Gott, das müsste wirklich einzigartig sein. Die Bibel ist wissenschaftlich korrekt, enthält zuverlässige Prophezeiungen und ist allen zugänglich. Das zeigt wirklich, die Bibel stammt von Jehova, dem Gott, der nicht lügen kann. Weltweit gehören 8 Millionen Menschen der Glaubensgemeinschaft an, rund 165.000 davon in Deutschland. Damit ist die deutsche Gemeinschaft eine der größten der Welt. Die Weltzentrale ist in New York. Die Anhänger glauben an Jehova als allmächtigen Gott und Schöpfer und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Übermäßiger Alkoholgenuss, Tabak und das Feiern nach dem christlichen Festkalender, also Tage wie Ostern und Weihnachten, werden ebenso abgelehnt wie Bluttransfusionen. Auch an politischen Wahlen nehmen sie nicht teil. Die Zeugen Jehovas sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Mitglieder laden Menschen oft direkt vor der Haustür zu ihren Feiern ein, in sogenannten Einladungsaktionen. Guten Tag. Ich möchte Sie gern zu einer besonderen Feier einladen, die von Millionen besucht wird. Eine Feier zum Gedenken an den Tod von Jesus. Die Zeugen Jehovas haben keine bezahlten Geistlichen. Ihre Gottesdienste finden in Königreichssälen statt. Außerdem glauben sie an einen bald bevorstehenden Weltuntergang. Ja, und der Täter ist ehemaliges Mitglied gewesen dieser Gemeinde der Zeugen Jehovas. Nach neuesten Informationen soll er zwischen 30 und 40 Jahren alt sein. Die Tatwaffe, so heißt es derzeit, soll eine Pistole gewesen sein. Unklar, ob er sie legal besessen hat oder illegal beschafft hat. Er ist der Polizei jedenfalls nicht als Extremist bekannt. We'll be right back.